Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Und Leute, ich kann es gar nicht glauben, ich bin back auf der PS5. Es sind jetzt ein paar Tage keine Folgen erschienen. Ich hatte bei YouTube kurz angekündigt, woran das liegt. Ich habe mein komplettes Setup neu aufgebaut, neu gemacht. Und ich streame jetzt, beziehungsweise spiele jetzt nicht mehr direkt auf dem PC, sondern bin wieder auf die PS5 zurückgegangen. Einfach, weil es entspannter ist. Der PC ist mit der 3080 einfach hart am Limit, wenn ich das so mache, wie ich es bisher gemacht habe. Und ich merke gerade, ich spiele jetzt in 60 Frames, ja. Denn man nimmt ja auch in 60 Frames auf und meine aktuelle Elgato kann auch nur 60 Frames. Aber es gibt noch eine andere Elgato, mit der kann man auch 120 Frames spielen. Das heißt, die Aufnahme bleibt trotzdem 60 Frames, aber ich sehe 120 beim Spielen. Und 120 ist schon echt entspannt in Call of Duty, muss ich sagen. Also so 60 fühlt sich schon echt nicht so geil an, wenn man 120 kennt. Das ist einfach ein Fact. So. Und ich habe an meinem Mikrofon was geändert. Erstmal habe ich nicht mehr diesen Expander drauf, der quasi meine Stimme cuttet, wenn ich nicht spreche. Der quasi das Mikrofon ausschaltet, wenn ich nicht spreche. Weil ich habe den immer ganz gern an. Jetzt werdet ihr natürlich, so wie ich das gleich gesagt habe, auch extrem darauf achten und dann wird euch das auffallen. Aber es ist so, wenn man den anhat, dann hört man halt nicht so und schmatz, schmatz, schmatz. Boah, ich muss mich so krass erstmal wieder an den Controller gewöhnen, ne? Das ist meine erste Runde jetzt. Wir spielen zusammen meine erste Runde. Oh mein Gott, ich habe direkt zwei Items. Und wenn ich halt diesen Expander drauf habe, dann hört man das nicht so stark, wenn man mal atmet oder so. Das ist auch so ein Ding, mich persönlich stört das, anderen Leuten geht das völlig am Arsch vorbei oder die merken das gar nicht. Und ich habe den jetzt einfach mal ausgemacht, weil ich immer so ein bisschen unzufrieden damit war, dass meine Stimme immer manchmal so abgehackt wurde. Die, die schon lange meine Videos gucken, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Meine Stimme wurde immer sehr oft abgehackt und das hat mir nicht so gefallen. Und das liegt halt an diesem Expander. Dritter Kill, sehr gut. Und ja, das habe ich jetzt mal verändert. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Also es ist jetzt auf jeden Fall, dürfte es nicht mehr so sein, dass meine Stimme abgehackt wird. Auch die Facecam und alles ist neues. Oh mein Gott, mein Gehirn macht schon Aussetzer. Ist jetzt einfach alles neu eingestellt. Die Facecam hat sich wieder ein bisschen in der Position verändert. Ich habe sie doch wieder einen Ticken größer gemacht, sie war mir irgendwie zu klein. Und ja, wie gesagt, neues Setup, neue PS5 für die Leute im Stream, die wussten das oder manche wussten das von euch. Ich habe ja eine PS5, eine Digital Edition und das Ding ist halt, ich benutze die gar nicht. Also ich benutze die wirklich den ganzen Tag, aber nicht zum Zocken, sondern halt für YouTube und so, weil die steht bei uns im Schlafzimmer. Und wir gucken halt YouTube damit und zocken mal sowas im Bett oder so, je nachdem, ne? Und im Wohnzimmer habe ich halt, ich hatte noch von damals meine Series S, meine Xbox Series S, die habe ich im Wohnzimmer, so zum Fernsehgucken, Krams. Bei der ist nur leider das Problem, dass YouTube immer unsynchron wird. Ich habe aber schon im Internet gelesen, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Das scheint ein Bug zu sein bei der Xbox, dass einfach, wenn man YouTube-Videos guckt, die über die Zeit unsynchron werden. Das ist hart belastend und deswegen nervt mich das ein bisschen. Und deswegen habe ich die auch nie ins Schlafzimmer geholt, weil da gucken wir dann doch öfters als, jetzt hier im Wohnzimmer. Und naja, was soll ich euch großartig sagen? Ich war immer, es hat mich immer ein bisschen genervt, dass ich nicht die Disc Edition von der PS5 habe, weil ich letztens zum Beispiel eine Blu-ray gucken wollte und gemerkt habe, ah, du hast ja deine PS4 verkauft irgendwann. Da hinten rennt er. Oh, er ist ins Haus. Wie kann ich denn hier markieren? Ich weiß nicht, wie ich hier markieren kann. Oh mein Gott, das mit dem Aim, ne? Ist einfach nur schön. Ach, ich hab das vermisst. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab das vermisst. Das ist er nicht. Da hinten rennt er doch, Leute. Der ist hier runtergerannt. Oder nach links. Was weiß ich. Der ist weg auf jeden Fall. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Da hinten rennt er. Nein, ich wollte. Ich will markieren. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie ich hier markiere. So. Mit den Pfeiltasten. Ja. Wie hab ich das gemacht? Ah, okay. Pfeiltaste nach links. Egal, wir haben die Runde gewonnen. Ich muss mal kurz hier drüben die Aufnahme-Vorschau ausmachen. Das irritiert mich voll. Jedenfalls habe ich jetzt den Faden verloren. Ach so, genau, ich war bei der PS5. Schön meine Killcam. So gehört sich das. Ich habe jetzt meiner Freundin zu Weihnachten eine PS5 gekauft. Mit Laufwerk.
Weil man konnte die gerade aktuell, ist es glaube ich immer noch so, ihr könnt die bei Otto einfach kaufen, fast für den Listenpreis, also ich glaube 20 Euro mehr. Das ist echt okay. Die Digital Edition sowie als auch die Disc Edition. Und da habe ich mir gedacht, schenke ich meiner Freundin zu Weihnachten einfach meine PS5 und kaufe diese hier für den Stream. Ja, also dass ich quasi... Digga, der Controller redet. Hört ihr das? Habt ihr das schon die ganze Zeit gehört? Oh mein Gott, jetzt bin ich nicht versteckt. Okay, das ist maximal schlecht. Einstellungen. Wie mache ich die Scheiße aus, Alter? Ich hoffe, man hört mich nicht. Das wäre ja übel unangenehm. Hört ihr das? Nee, das will ich nicht stumm schalten. Sprachchat will ich stumm schalten. Sprechtaste V. Klar, V am Controller, wer kennt's nicht? Ist das jetzt aus? Auch so, dass man mich nicht hören kann. Ey, das macht mich ja krank. Okay, ich stehe hier richtig schlecht. Sorry, das war ein kurzer Break. Ich wurde gerade voll geschockt, weil... Ihr seht, neuer Controller, neue PlayStation. Auf jeden Fall, ich habe mir diese PlayStation gekauft, um die jetzt quasi im Stream-Setup drin zu haben. Dass ich immer auf der Konsole beispielsweise Modern Warfare 2 und jetzt auch Requisitenjagd streame und spiele. Weil einfach, wenn ich vor allem beim Aufnehmen ging's, aber gerade wenn ich jetzt so Modern Warfare 2 auf meinen höchsten Settings, und ich bin so einer, ich muss immer auf den höchsten Settings spielen, ich habe da einen Tick, ich kann nicht, ich brauche, bei der Konsole habe ich das nicht, weil ich weiß, bei der Konsole sieht eh jeder das gleiche wie ich, da habe ich nicht diesen Druck, ich muss die beste Grafik haben, blablabla. Und wenn ich am PC halt streame mit Modern Warfare 2 auf besten Grafikeinstellungen mit Raytracing und allem, dann kommt die 3080 schon so ein bisschen an ihre Grenzen so. Und das macht dann auch einfach keinen Spaß, weil ich habe halt einen 170-Hertz-Monitor und auf dem dann nur 60 Bilder pro Sekunde zu sehen, fühlt sich einfach nicht gut an. So, für die ganzen Konsolenspieler eh irrelevant. Aber falls ihr einen 120-Hertz-Monitor habt und eine PS5, testet das mal. Spielt mal 120 Hertz und dann spielt danach wieder 60 Hertz. Und dann wisst ihr, was ich meine. Das ist was anderes. Und, ja, da ich Requisitenjagd sowieso nur noch für die Aufnahmen quasi spiele und für den Stream, ist das eigentlich auch akzeptabel, dass ich dann meinen 60 FPS spiele. Wie gesagt, wenn ich mir eventuell eine andere Elgato hole, es gibt's nicht, dass die mich nicht sehen, ne? Was? Was? Ich bin gerade komplett geflasht. Der hätte mich nicht gesehen? Okay, ey, das ist gerade einfach zu wild. Ah, schade. Ja, okay, belastet. Ich muss auch erstmal wieder, ey, ich muss echt in die Steuerung erstmal reinkommen. Ich habe jetzt ein Jahr lang nur PC gespielt. Jetzt wieder zurück zu dem Controller. Der hat einen Jula 51 im Clan. Felix CLY. Geil, ich dachte gerade so, hä? War da NY 51 im Clan? Digga, Felix. Ehrenmann, gleicher Name und auch noch der New Line 50 Clan. Ey, absolute Ehre. Es ist so geil, dass ich instant jemanden treffe, der bei uns im Clan ist. Wild. Sorry, Leute, die Folge ist ein bisschen chaotisch. Ich versuche irgendwie viel zu erzählen, aber ich check nicht so viel. Und da ist doch... Da ist noch einer, der Sergeant. Der Sergeant Ramon. Den habe ich wirklich seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Du warst doch früher immer in den Streams. Irgendwann bist du einfach vom Erdboden verschluckt worden. Ich sehe es jetzt gerade. Beide haben sie den New Line 50 Clan drin. Krass. Krass, dass ich... Ey, wild. Wenn du das hier gerade siehst, dann melde dich mal zu Wort. Du, ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Auf jeden Fall, sorry. Die Folge ist ein bisschen chaotisch. Ist jetzt halt die erste Folge mit dem neuen Setup und allem. Und auf jeden Fall in Zukunft wird es jetzt Call of Duty und gewisse andere Spiele einfach auch wieder auf der Konsole geben. Ändert für euch eigentlich nichts, weil ob ihr jetzt mit mir zusammenspielt, wenn ich in der PC-Lobby bin oder in der PlayStation-Lobby, das ist eigentlich völlig irrelevant. Inzwischen läuft das bei Call of Duty ja eh alles über Activision. Und da ändert sich nichts. Mein Account ist auch immer noch derselbe. Also für die Streams, wer mitspielen will, geht immer noch genauso einfach wie vorher. Nur für mich bin ich jetzt wieder zurück auf der Konsole. Und ja, ich muss sagen, ich habe ja einen schwarzen PlayStation-Controller. Jetzt habe ich wieder einen weißen und der ist noch so neu. Der ist noch so neu, wenn man die Sticks und alles so bewegt, das fühlt sich noch so neu an. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, um wieder reinzukommen. Aber eigentlich da, ey komm, ich bin Erster mit Abstand.
fast doppelt so viele Punkte wie Platz 2 und Donald Trump liegt sehr weit hinten. Ich habe auch einfach eine geile Lobby. Ey, die Lobbys sind einfach krank, ne? So eine Lobby habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, sonst immer nur alle Level 1000. Es ist einfach so. Aber freut mich echt, dass wir Ramon und Felix getroffen haben. Ihr seid auf jeden Fall sehr ehrenhaft, dass ihr im Newler-Clan seid. By the way, was ich euch gerade mal erzählen kann, in Modern Warfare 2, für die, die es spielen, gibt es jetzt ein Clan-System, das, was wir uns in allen anderen Call of Duties jahrelang gewünscht haben, wo es immer hieß, ja, das kommt, und es ist nie gekommen. Und in Modern Warfare 2 gibt es das jetzt, und ich habe einen Clan gegründet, und zwar den Newler 51-Clan, wer hätte es gedacht. Ihr kommt da alle rein, der ist auf öffentlich, also jeder, der will, kann mitmachen, 1000 Leute passen rein, also da ist auf jeden Fall genug Platz. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt in den Clan. Ihr seht dann auch immer, wenn man online ist, wenn wir spielen und so. Ich habe vorhin schon ein paar Runden Modern Warfare 2 auf der PlayStation jetzt gespielt und boah, es ist so strange, da wieder reinzufinden, ne? Mit dem Controller zu spielen. Das ist auf jeden Fall krass. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist halt einfach wirklich ein Witz, dass ich den nicht gekillt habe, sondern jemand anderes. Egal. Naja, so, jetzt habe ich sehr viel erzählt, jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, es gibt jetzt auch wieder jeden Tag eine Folge Requisitenjagd. Mit den anderen Let's Plays geht's auch bald weiter. Ach, auch Täusch-Item. Ich hatte jetzt einfach einen kurzen Break, bis die PlayStation da war, weil es war jetzt nicht so sicher. Eigentlich sollte die erst Ende des Monats kommen, aber jetzt ist sie ja zum Glück doch schon gekommen. Und jetzt habe ich alles neu gemacht. Meine komplette Area hier. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, ich poste da, glaube ich, mal ein Foto. Morgen oder so. Also wenn ihr das seht, heute. Auf TikTok geht's auch wieder los. Ich bin da wieder aktiv. Ja, Leute, also checkt gerne auch wieder TikTok aus. Da kommen die besten Clips aus den Videos hier. Und eventuell bald auch mal aus anderen Games. Nicht immer nur aus Requisitenjagd. So langsam habe ich Bock, das Ganze mal ein bisschen zu erweitern, damit auch mehr Content kommt und nicht immer nur dieses eine Video am Tag bei TikTok, sondern halt auch einfach vielleicht mal ein paar andere Sachen. Mal schauen. Bei TikTok ist es immer so, dass die Leute sich nicht so sehr für die anderen Sachen interessieren, was jetzt aber auch nicht schlimm ist. Das kann ich auch verstehen. Bei TikTok sieht man alle 5 Sekunden was Neues. Oh, als ob! Was? Genau mit dem letzten Schuss habe ich ihn gekriegt. Boah, das war echt mal Glück. Wie viele leben denn noch? 3 Leute. 3 Leute leben noch. Ey, es wäre so peinlich, wenn ich eben die ganze Zeit geredet habe im Spiel. Weil man konnte den PlayStation-Controller muten, aber war das, wenn man die Taste drückt? Ah ja, nee. Warte mal, wenn ich die drücke, dann bin ich gemutet. Das heißt, ich lasse die mal lieber gedrückt. Ganz wilde Nummer. Ich muss echt erstmal wieder reinkommen, auf der Konsole zu spielen. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, aber es ist halt einfach wirklich so. An alle PC-Spieler, ihr fühlt den Pain gerade, ja. Ich bin gerade von meinen 170 Frames und Maus und Tastatur zurück auf 60 Frames und Controller. Das ist wirklich eine Challenge. Ich meine das ernst. Und dafür, dass ich fast ein Jahr nicht mehr gespielt habe, ist mein Movement eigentlich gar nicht so kacke. Weil ich spiele ungefähr so wie ein... Naja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wenn ich jetzt sage wie ein Rentner, dann sagen alle wieder... Wir sind keine Rentner und wir spielen besser als du und ich bin 80 und ich habe ein besseres Aim. Ein besseres oder ein besseren? Das könnt ihr mir gerne mal sagen, das weiß ich gerade selber gar nicht. Besseres Aim oder besseren Aim? Der Aim? Das Aim? Ich glaube, da gibt es kein wirkliches Gesetz für, wie das gesprochen wird. Was eh kein deutsches Wort ist. Oh, ich hab's vermisst. Ich habe es wirklich vermisst. Das klingt fast wie Anni. Ich schwör's euch, es klingt fast wie Anni. Anni sieht das hier bestimmt nicht. Weil Anni guckt die Videos nie, deswegen wird sie jetzt einfach hier vorgeführt. Ah, Leute, am Mittwoch geht's übrigens wieder los. Ich hatte ja letzte Woche Dick Streams angekündigt. Aber leider hat das dann alles nicht hingehauen wegen dem ganzen Setup-Kram hier. Und ihr kennt mich, ne? Streams. Ankündigungen und ich, das passt einfach nicht zusammen. Und ja, aber am Mittwoch geht es jetzt wirklich wieder los und die Streaming-Tage sind jetzt mittwochs und sonntags um 19 Uhr und irgendwann noch bei TikTok. Das steht aber immer noch nicht fest, weil ich mich immer noch nicht darum gekümmert habe, dieses TikTok-Live-Studio einzurichten, obwohl ich das eigentlich echt mal machen müsste. So, dieses Item hier ist eigentlich gar nicht schlecht. Konnte ich damit hier rein... Ja, Leute,
Das ist natürlich mager jetzt. Ich wollte da rein, weil ich glaube, da sieht man mich mit dem Ding nicht. Und die Lobby hier bietet auf jeden Fall Potenzial, sag ich mal. Jetzt kann ich natürlich versuchen, mich auf Krampf hier irgendwo hinzustellen. Nein, was habe ich getan? Oh, wenn man die Steuerung nicht kennt. Ich wollte mich drehen. Wie drehe ich mich denn? Ey, Leute. Wie drehe ich mein Item? No joke, wie drehe ich das Item? Ich muss jetzt wechseln. Ja. Wie drehe ich das Item? Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich das Item drehe. Wenn ich jetzt gefreeze... Ah, so. So drehe ich das Item. Okay. Ich bleibe jetzt erstmal hier sitzen, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Ton jetzt klappt. Ob das für mich, wenn ich es gleich anhöre, eher ätzend oder eher gut ist. Dass ich jetzt dieses Abgehackte nicht mehr drin habe. Oder ob ich mir denke, oh, was stöhne ich hier die ganze Zeit ins Mikrofon. Da kann ich bald mein OnlyFans aufmachen. Die Runde geht ganz schön lang, ne? Aber das ist auch, weil hier auf der Map Kartell, da sind die Runden ewig. Das Ding ist, wenn uns jetzt nicht... Also wenn wir jetzt nicht alle gefunden werden, dann gewinnen wir die Runde sogar. Und da hätte ich echt Bock drauf. Mit dem Huhn kann man viel tun, sage ich immer. Nicht nur essen, sondern auch sich super verstecken auf dieser Map. Dass ich mal das Huhn werde, ey, und das auch noch in einem Video. Läuft die Aufnahme? Habe ich auf Aufnahme gedrückt? Ich kann es gar nicht glauben. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich sehe gerade, jetzt habe ich auch wieder den Kompass an. Ich hatte den ja eigentlich ausgemacht, weil ich den so unnötig finde. Aber gut. Muss ich mal schauen, ob ich den an- oder auslasse. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wie ihr jetzt die Facecam-Größe findet. Habe ich eigentlich mein... Ja, mein Greenscreen ist da. Was sind das für Geräusche hier? Was waren das für Geräusche? Ich sehe gerade, Photoshop ist noch offen. Sollte ich vielleicht schließen, wenn ich aufnehme. Hm. Okay, weird. Naja, ich hoffe, mit der Aufnahme hier ist alles okay. Wie gesagt, ist jetzt quasi mein erster Test, auf der Konsole wieder aufzunehmen. Und ja, es ist irgendwie so komisch. Ja, schon wieder. Was sind das für Sounds? Hier, das ist doch mein PC. Ich würde Photoshop auch so gerne schließen, aber es schließt sich nicht, weil es auf einem anderen Monitor geöffnet ist. Und den habe ich gerade umgestellt zur Aufnahme von dieser Konsole hier. Das ist belastend jetzt. Das ist wirklich belastend. Vor allem, der hat mich nicht mal gesehen, oder sie. Sakuta Pazu. Keine Ahnung, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Name ist, aber auf jeden Fall... Wurde ich gerade ehrenlos getötet, während ich nicht aufgepasst habe. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Was war das für ein Geräusch? Das war so ein Windows-Sound. Ihr habt den wahrscheinlich dann gar nicht gehört, ne? Nur ich habe den gehört. Mysteriös. Ich müsste mir auch unbedingt mal meine Haare schneiden. Ich sollte die letzte Woche Freitag, Samstag oder Sonntag geschnitten bekommen. Weil am Wochenende hat meine Freundin halt Zeit, das zu machen. Und ja, ich sitze immer noch hier und meine Haare werden immer länger. Das ist auf jeden Fall der ewige Struggle bei mir. Bei mir ist halt auch so, ich müsste eigentlich alle 2 Wochen meine Haare schneiden, weil die wachsen so schnell bei mir. Also ich will mich nicht beschweren. Bin eigentlich echt zufrieden mit meinen Haaren. Die sind stramm. Sagt man stramm? Die sind feste und die sind voll. Okay. Cooler Fact über mich. 10 Facts about me. Vielleicht fange ich an, jetzt einfach solche Videos zu machen. Mal schauen. Marine Album 4. Kann ich? Ist sie die letzte, die lebt? Oh mein Gott, ja bitte. Du musst überleben jetzt. Du musst überleben. Denn ich möchte bitte, dass die Runde jetzt vorbei ist. Wir sind schon bei 18 Minuten. 19 Minuten. Eieiei. Mit Intro und Outro bei 20, meine Güte. So lange hat doch keiner Zeit, sich das anzugucken. Nein, Spaß beiseite. Sehr nice. Ich wollte eigentlich einfach nur, dass wir endlich mal gewinnen und nicht wieder verlieren. Und ja, Bori, Marine, danke, dass du uns gesaved hast. Obwohl ich das Huhn war, habe ich einfach versagt, kläglich. Egal, Leute. Die nächste Folge wird nicht mehr ganz so chaotisch wie diese jetzt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ein bisschen aufgedreht war in dieser Runde, weil alles neu und alles jetzt erstmal wieder reinkommen und so. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.
oder morgen früh um 10 zur nächsten Folge oder im Stream am Mittwoch um 19 Uhr. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm like, hey, what's up, bro? See my truck.